Ja, ich bin hier in Marburg und in dieser Kirche, die hinter uns liegt, liegt eine der sicherlich berühmtesten, bekanntesten Heiligen, die heilige Elisabeth von Thüringen. Groß geworden ist sie zwar auf der Wartburg und sie wurde dann Landesherrin von Thüringen, aber hier in Marburg ist sie verstorben, mit gerade mal 24 Jahren. Obwohl sie selber adlig war, wusste sie um die Not der einfachen Menschen. Das reiche Leben am Hof mit Speisen aller Art und draußen die Bauern und Hirten, die ums Überleben kämpften. Elisabeth hat die Armen und Aussätzigen am Rande der Stadt gesehen und sie hat versucht zu helfen. Sie verteilt das Brot an Arme, sie hat sich selber um die Kranken gekümmert. Bis heute wird sie dafür von vielen Menschen verehrt. Überall in der Stadt findet man sie auf Bildern und Darstellungen. Elisabeth in ihrem Dienst an den Armen als ein großes Vorbild für die ganze Kirche. Eine mutige Frau, die das gelebt hat, was sie von Christus verstanden hat und die so vielen Menschen wie ein Leuchtfenster für die Hoffnung wurde. Marburg ist auch eine Stadt der Märchen. Die Gebrüder Grimm sind hier vor Ort. Und auch das Leben der heiligen Elisabeth hat ganz viele märchenhafte Züge. Der Wolf und die sieben Geißlein. Sollte es so sein, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, dass wir einander nur auf unseren Vorteil gucken und jeder schaut nur, wie er das Beste rausbekommt? Die Geschichte der heiligen Elisabeth ist eigentlich auch fast wie ein Märchen. Sie aber zeigt uns, dass wir einander nicht nur Wolf sind, sondern einander helfen, einander beistehen. Das muss kein Märchen bleiben. Das können wir leben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viele gute Ideen, wie wir auch wie Elisabeth das Gute hier bei unseren Wersten leben können und umsetzen können. Einen guten Start in die Woche, euer Pfarrer Ganselmeier.